Hydroxymethylglutaryl-Coenzym-A-Synthase, kurz HMG-CoA-Synthase, heißen Enzyme, die eine Acetylgruppe auf Acetoacetyl-CoA übertragen. Diese Reaktion ist Teil mehrerer Stoffwechselwege in Eukaryoten und manchen Bakterien. In Wirbeltieren gibt es zwei paraloge Isoformen des Enzyms, die zytosolische, HMG-CS1, und die mitochondrielle HMG-CoA-Synthase, HMG-CS2. Das mitochondrielle Enzym ist beim Menschen in Leber und Nieren lokalisiert und ist ausschließlich für die Biosynthese der Ketonkörper zuständig. Die zytosolische Form ist Teil der Cholesterin-Biosynthese, in Pflanzen Teil des Mevalonatwegs zur Synthese der Isoprenoide. Mutationen im HMG-CS2-Gen können zum seltenen erblichen Enzymmangel mit schwerer Hypoglykämie führen.